Bitcoin oder Gold, was bevorzuge ich und was kaufe ich? Das erfahrt ihr in diesem Video. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Value for Investors. Disclaimer wieder vorweg, das ist natürlich alles keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung, sondern nur meine persönliche Meinung. Wir lassen mal den älteren der beiden den Vortritt und beginnen jetzt hier mal mit Gold. Ja, laut aktuellen Quellen gibt es weltweit grob 200.000 Tonnen Gold. Beziehungsweise es gibt natürlich noch mehr davon, aber es liegt natürlich irgendwo unter der Erde vergraben. Wir beschränken uns hier jetzt aber auf diese 200.000 Tonnen Gold, da das eben die Menge ist, welche aktuell der Menschheit zur Verfügung steht. 2018 war die weltweite Nachfrage in Gold für Industrie, Elektronik, Zahnmedizin, öffentlichen Sektor und so weiter etwa bei 1.200 Tonnen. Hinzu kommen dann noch etwa 2.100 Tonnen für Schmuck, was dann insgesamt etwa 3.300 Tonnen ergibt. Das sind insgesamt 1,6 der weltweit vorhandenen Menge an Gold, ja, also der 200.000 Tonnen. Dabei ist aber zu beachten, dass natürlich Gold wiederverwertbar ist. Ja, vor allem Goldschmuck kann ja quasi beliebig oft zu neuem Goldschmuck gemacht werden. Die 3.300 Tonnen, welche jährlich gebraucht werden, sind also danach nicht einfach weg. Gleichzeitig wird die aber auch noch Gold natürlich gefördert. 2018 waren es etwa 3.300 Tonnen weltweit, also genauso viel wie im gleichen Jahr verarbeitet wurden. Bis wir also an einem Punkt in der Menschheitsgeschichte angelangen, ja, an dem Gold eine Mangelware ist, ja, für die Menschheit, das wird wohl noch einige Jahre dauern und wohl auch keiner von uns mehr erleben. Gold ist zwar selten im Vergleich zu vielen anderen Metallen, aber eben nicht selten in Bezug zu unserem Verbrauch. Wie ich bei Aktien immer sage, macht es Sinn, bevor man Anteile an einem Unternehmen kauft, sich vorzustellen, dass man das ganze Unternehmen kauft und nicht nur eben ein paar Aktien. So kann man dann eventuell leichter feststellen, ob der aktuelle Preis gerechtfertigt ist oder eben nicht. Und dasselbe können wir jetzt auch bei Gold machen, oder zumindest versuchen. Der Kilogrammpreis Gold liegt aktuell bei 50.000 Euro ungefähr. Das heißt, dass das gesamte Gold der Welt etwa 10 Billionen Euro wert ist. Mir ist natürlich bewusst, dass wir den Preis nach oben treiben würden, wenn wir jetzt versuchen würden, die gesamte Goldmenge der Welt zu kaufen. Aber das lassen wir hier mal außen vor und vernachlässigen diesen Punkt, da das eben jetzt nicht Thema dieses Videos ist. Stellen wir uns also vor, dass wir 10 Billionen Euro investieren können. Würden wir das gesamte Gold der Welt kaufen oder würden wir vielleicht doch etwas anderes kaufen? Wir könnten nämlich auch zum Beispiel für 430 Milliarden Euro die gesamte landwirtschaftliche genutzte Fläche in Deutschland kaufen. Ja, also sämtliches Ackerland, Nutzland und so weiter. Das sind dann immerhin 16,7 Millionen Hektar und hätten dann immer noch knapp 9,6 Billionen Euro übrig. Außerdem könnten wir dann uns für etwa 2,3 Billionen Euro alle börsennotierten Unternehmen in Deutschland kaufen, inklusive sämtlicher DAX-Konzerne, versteht sich. Wir haben dann aber immer noch 7,3 Billionen Euro übrig. Wir müssen jetzt also mal größere Geschütze auffahren. Mit dem Rest kaufen wir dann einfach noch die 7 größten Konzerne der Welt. Also Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Tesla, Tencent und Facebook. Und damit wir danach auch nicht verarmen, ja, bleiben uns immer noch 250 Milliarden Euro in bar übrig. Und wir bekommen dann natürlich jedes Jahr noch die ganzen Gewinne der Unternehmen, welche eben die einzelnen Gesellschaften erwirtschaften. Alleine Apple zum Beispiel, welche ich bereits in diesem Video ja mal vor kurzem erst analysiert habe, macht einen Nettogewinn von knapp 50 Milliarden Euro jährlich. Ja, und das natürlich Tendenz steigend. Und jetzt stellt euch mal vor oder stellt euch die Frage, was ihr lieber wollt. All das oder eben 200.000 Tonnen unproduktives Gold, wovon nur ein Bruchteil jedes Jahr weltweit benötigt wird. Und jetzt passt gut auf, ich möchte euch das Ganze nochmal an einem Beispiel verdeutlichen. Stellt euch einfach mal vor, Apple produziert jedes Jahr die doppelte Menge an iPhones als bisher. Die meisten der zusätzlichen iPhones könnten sie nicht verkaufen, da der Markt ja bereits gesättigt ist. Nehmen wir jetzt aber weiter an, dass jeder, der ein iPhone kauft, nicht mehr ein iPhone kauft, sondern gleich drei Stück, obwohl die meisten natürlich nur eins benötigen. Die übrigen zwei lassen sie einfach im Schrank liegen, weil sie diese dann in Zukunft teurer verkaufen möchten. Obwohl jetzt genügend iPhones auf dem Markt sind, um den Bedarf der Menschheit zu decken oder der Menschen, sind die iPhones plötzlich Mangelware, da jeder mehr kauft, als er benötigt. Dadurch wird nun der Preis der iPhones nach oben getrieben und die Leute können langsam anfangen, ihre zu viel gekauften iPhones teurer zu verkaufen, als sie eben eingekauft haben. Das Ganze funktioniert aber natürlich nur so lange, wie die Leute noch genügend iPhones horten. Ja, also so lange es noch keine Mangelware ist. Sobald aber dann einige Leute auf die Idee kommen, nur noch so viele iPhones zu kaufen, wie sie eigentlich benötigen, also in der Regel eben eins,
bricht das gesamte Kartenhaus zusammen und damit natürlich auch der Preis der iPhones. Gold ist also nur deshalb so viel wert, weil es künstlich zu einer Mangelware gemacht wird, da viele eben Gold kaufen, obwohl sie das Material gar nicht benötigen. Der Investment Case bei Gold ist einfach nur die Hoffnung, dass irgendeine andere Person in Zukunft noch mehr dafür bezahlt, als man selbst bezahlt hat, weil diese dann wiederum hofft, dass sie wieder eine andere Person in Zukunft findet, die noch mehr dafür bezahlt und so weiter. Gold ist also aus meiner Sicht kein sinnvolles Investment, auch nicht zur Beimischung. Wieso soll ich einen Teil meines Portfolios, welches interessante und vielversprechende Unternehmen enthält, gegen ein bisschen unproduktives Metall eintauschen? Bevor jetzt aber zu Bitcoin kommen, noch kurz etwas anderes. Ja, da ich absolut kein Filmexperte bin und seit letzter Woche eine neue Kamera habe, hatte das Bild beim letzten Video über Apple einen Grünstich. Das sollte heute hoffentlich besser sein. Und an dieser Stelle möchte ich mich beim Zuschauer Sneaker3126 bedanken, der mir den Tipp mit dem Weißabgleich gegeben hat. Und deshalb schreibt mir auch immer Tipps und Verbesserungsvorschläge gerne in die Kommentare. Dafür bin ich euch sehr dankbar. Kommen wir nun aber zu Bitcoin. Ich möchte hier nicht erklären, was genau Bitcoin ist, das würde den Rahmen des Videos sprengen. Aber Bitcoin ist wohl die bekannteste aller Kryptowährungen. Und es gibt natürlich einige davon. Wobei Kryptowährung eigentlich der falsche Begriff ist, da Bitcoin ja eigentlich kein offizielles Zahlungsmittel ist. Und auch in 99% der Geschäften könnt ihr nicht mit Bitcoins bezahlen. Es ist also eigentlich keine richtige Währung. Viele sehen aber Bitcoin als das neue Gold. Dass ich nicht sehr viel von Gold halte, habt ihr jetzt gerade schon mitbekommen. Außerdem können in Zukunft viele weitere Kryptowährungen mit zum Beispiel besserer Blockchain, das ist die Technologie, die dahinter steckt, entwickelt werden, welche dann vielleicht Bitcoin auf einmal alt aussehen lassen. Die Leute würden dann eventuell eben zur neuen, besseren Kryptowährung abwandern und der Kurs von Bitcoin würde einbrechen. Bei Gold sieht es anders aus. So viele neue Metalle, die besser sind als Gold, werden wohl in Zukunft nicht mehr gefunden. Bitcoin mit Gold zu vergleichen, sollte man also lieber lassen. Bei der Betrachtung der Kursentwicklung sehen wir auch schnell, dass Bitcoin alles andere als ein sicherer Hafen ist. Es gab in den letzten Jahren einige Einbrüche mit jeweils über 40%. Andererseits ist der Kurs in den letzten Jahren oder in den letzten 5 Jahren von 350 Euro auf etwa 28.000 Euro angestiegen. Das ist eine Verachtzigfachung. Also wer damals gekauft hat und seitdem nicht verkauft hat, hat eine unglaubliche Performance erzielen können. In der breiten Öffentlichkeit ist Bitcoin inzwischen auch angekommen. Fast jeder hat eigentlich schon von Bitcoin gehört und viele Börsenneulinge kaufen Bitcoins, obwohl es viele von ihnen weder genau wissen, was Bitcoins eigentlich sind und noch irgendwie versuchen zu verstehen, welcher Wert eigentlich dahinter steckt. Man kauft einfach, weil es gerade in ist und jeder davon spricht. Man möchte einfach dabei sein und eben das schnelle Geld machen, schnell reich werden. Hier ist eigentlich so eine richtige Goldgräberstimmung aufgekommen. Und wenn viele Leute versuchen, schnell reich zu werden, das hat man schon oft in der Menschheitsgeschichte gesehen, was dann passieren kann. Aber versuchen wir doch mal, den fairen Wert von einem Bitcoin zu bestimmen. Dazu können wir uns überlegen, für was Bitcoins eigentlich gebraucht werden. Gold wird als Material für einige Dinge, wie vorhin erwähnt, benötigt. Bitcoin hingegen aber irgendwie in keiner einzigen Industrie. Ja, es findet nirgendwo Verwendung. Man braucht es nicht, um Produkte herzustellen. Man benötigt es nicht, um Dienstleistungen anbieten zu können. Man braucht es eigentlich für gar nichts. Jetzt sagen einige von euch vielleicht, Moment mal. Also Euros, Dollars, Yen und so weiter sind auch Währungen, welche für nichts benötigt werden. Außer eben zum einfacheren Handeln untereinander. Ja, das ist auch natürlich völlig korrekt, aber Bitcoins sind eben keine Währung, wie ich vorhin gesagt habe. Sie sind kein offizielles Zahlungsmittel. Ihr könnt damit nicht eure Steuern bezahlen. Händler müssen zum Beispiel in Deutschland als Zahlungsmittel Euros annehmen, aber eben keine Bitcoins. Und selbst wenn sich ein Staat mal in Zukunft dazu entscheiden würde, eine Kryptowährung als offizielles Zahlungsmittel einzuführen, würde wohl kein Staat der Welt auf die Idee kommen und eine bereits bestehende Kryptowährung, wie zum Beispiel eben Bitcoin, zu nehmen. Welche bereits eben auf der ganzen Welt verteilt ist und die man auch nicht regulieren kann. Man würde natürlich eigene Kryptowährung entwickeln, welche man eben auch anschließend regulieren kann. Jetzt werden wiederum einige von euch sagen, ja, das ist ja gerade das Gute an Bitcoin, dass es eben nicht vom Staat reguliert wird. Aber ein Staat kann Bitcoin sehr wohl regulieren. Ja? Was denkt ihr denn, was mit dem Bitcoin-Kurs passiert, wenn die größeren Staaten anfangen, Bitcoin zu verbieten? Dann gibt es eben oft noch das Argument für den hohen Wert von Bitcoin, dass Bitcoins ja endlich sind. Ja, es können also nur eine begrenzte Anzahl an Bitcoins erzeugt werden und dann ist auch für immer Schluss. Ja, können dann keine weiteren mehr erschaffen werden. Notenbanken hingegen, heißt es dann, können ja beliebig viel Geld drucken und dadurch wird es natürlich wertlos, eben Stichwort Inflation.
Nach dieser Logik würde ich einfach eine eigene Kryptowährung erzeugen, welche auf einen einzelnen Coin beschränkt ist. Und dieser Coin, ja, dieser einzelne, wäre dann quasi unendlich viel wert, da er einzigartig ist. Ja, also nur weil es aber von etwas Unnützen wenig gibt, wird es dadurch nicht automatisch mehr wert. Das Argument, dass also Bitcoin viel wert ist, weil es begrenzt ist, gibt folglich eigentlich keinen Sinn. Bitcoin ist also aus meiner Sicht ein noch schlechteres Investment als Gold. Das heißt nicht, dass der Kurs von Bitcoin oder auch von Gold nicht weiter steigen kann. Vielleicht verzehnfacht sich auch der Bitcoin-Kurs noch in den nächsten Jahren. Ich bin kein Hellseher, sondern Mathematiker und versuche eben logische Schlüsse möglichst frei von Emotionen zu ziehen und damit eine eben langfristig gute Rendite zu erzielen. Der Preis von Bitcoin und Gold entspricht aus meiner Sicht eben einfach nicht dem, was eigentlich dahinter liegt, also dem dahinterliegenden Wert. Auf den Unterschied zwischen Preis und Wert werde ich dann sicherlich in Zukunft auch nochmal in einem eigenen Video eingehen. Und wie Warren Buffett gesagt hat, Regel Nummer 1, verliere niemals Geld. Regel Nummer 2, vergiss Regel Nummer 1 nicht. Ja, die ganz klare Antwort auf die Eingangsfrage, was ich eben kaufen würde, Bitcoin oder Gold, ist also natürlich Aktien. Aktien sind Anteile an Unternehmen, Unternehmen, welche Produkte herstellen oder Dienstleistungen anbieten. Sie sind produktiv und schaffen eben Wert. Unternehmen besitzen zudem Grundstücke, Produkte, Materialien, Know-how, Cash und so weiter. Der Wert und Nutzen von all dem übersteigt dem von Gold und Bitcoin aus meiner Sicht bei weitem, weshalb ich eben beides nicht kaufen würde. Wenn ihr anderer Meinung seid, finde ich das natürlich völlig in Ordnung. Schreibt mir eure Sicht der Dinge gerne in die Kommentare über Bitcoin und Gold und vergesst außerdem natürlich nicht ein Like dazulassen und dann bis zum nächsten Mal bei Value for Investors.